langweilig. Du kommst hier doch bald raus. Ja, hoffentlich. Christian, betrachte es doch einfach als Strandurlaub. Da liegt man auch unter dem Sonnenschirm und faulenzt den ganzen Tag. Strandurlaub, Sonnenschirm. Ich glaube, Charlie, dafür reicht meine Fantasie gerade irgendwie nicht aus. Hm. Ah. Oh, wunderbar. Guck mal. Und Vollpension hast du auch. Danke. Ja, Vollpension. Wenn die einem im Urlaub sowas vorsetzen würden, könnte man die verklagen. Auf Schmerzensgeld. Ach, du Armer. Da soll man jetzt gesund werden. Olli, wir müssen uns was einfallen lassen. Je schlechter das Essen, desto besser das Krankenhaus. Alte Medizinerregel. Ja, dann ist Christian hier ja am besten Händen. Ja. So, Herr Oberarzt, wann komme ich hier raus? Ja, wir werden dich nur ein paar Tage hier behalten, zur Beobachtung. Ja, komm, ein paar Tage noch. Dann kannst du wieder rumrennen und essen, was du willst. Rennen? Gehen, und zwar gemächlich mit regelmäßigen Pausen. Du hast dich zwar gut von deinem Herzinfarkt erholt, aber da war auch viel Glück dabei. Und beim nächsten Mal kann es schon ganz anders aussehen. Du musst dein Leben radikal ändern, wenn du noch ein bisschen davon haben willst. Ein bisschen ist gut. Eigentlich wollte ich mit Olli zusammen alt werden. Was meinst du? Hier kommt er doch schön zur Geltung. Zur Geltung kommt er, schön ist er trotzdem nicht. Ein Symbol eurer Liebe. Ja, ist ja gut. Ich bin dir auch so dankbar, dass du endlich einen Ersatz für seinen viel zu früh in die Brüche gegangenen Vorgänger gefunden hast. Ach, Olli, ich habe immer gewusst, dass ihr wieder zusammenfindet, weil ihr einfach... Zusammengehört? Und Charlie, es gab Zeiten, da dachte ich, ich schmeiß sie aus dem Fenster, wenn sie das noch mal sagt. Aber du hattest immer recht. Ich hätte ihn fast verloren. Wenn er das nicht gepackt hätte, ich weiß nicht, wie ich damit hätte leben können. Ja, aber das musst du jetzt auch nicht wissen. Du hast ihn gehört, er will mit dir alt werden. Und das schafft er auch. Sofern er das Krankenhausessen übersteht. Also, ich kann ihm was anderes mitbringen. Vielleicht aus dem Schneiders. Ja, natürlich. I like to visit the museum. This statue is so very beautiful. Not. Was ist denn das für ein hässliches Teil? Das hässliche Teil ist ein Mitbringsel meiner jugendlichen Tante aus Mallorca. Hm, geschmackvoll, Tante Schneider. Für dich. Danke. This is a very beautiful painting. Was Wichtiges? Wie man es nimmt, das vom Amtsgericht. Christian und ich sind jetzt offiziell geschieden. Das war aber auch wirklich eine Traumhochzeit. Nur, dass das Traumpaar inzwischen geschieden ist. Hauptsache, ihr seid wieder zusammen. Wow, romantisch. Ja, bist du natürlich die Expertin. Meinst du das jetzt? Ich bin nicht unromantisch. Nein, sie doch nicht. Vielleicht habe ich einfach noch nicht den richtigen gefunden. Und das, obwohl du ständig in allen Betten danach suchst. Oh mein Gott, wie lange willst du denn jetzt noch eingeschnappt sein? Nur weil ich ein klitzekleines bisschen dazu beigetragen habe, dass ihr nicht mal... zusammen seid, oder was? Ein klitzekleines bisschen? Schon gut. Die Krise von Christian und mir, die saß wirklich tiefer. Das war nicht nur Jessicas Schuld. Mhm. Uns beiden war einfach nicht klar, dass wir nur zusammen glücklich sein können. Aber das haben wir jetzt ja endlich begriffen. Naja, tut mir trotzdem leid, dass du dafür dem armen Raffi das Herz gebrochen hast. Mhm. Mein Mitleid hält sich irgendwie in Grenzen. Mhm. Wenigstens hatte der Stil... Vorsicht! Sag mal, Charlie, wir hatten doch gesagt, dass Christian mal wieder was Ordentliches essen sollte. Ja, natürlich. Du kannst ihm was im Schneiders holen. Ganz mit Rotkohl. Nein, nein, nicht ganz, aber ich habe da gerade eine ganz andere Idee. Tut mir leid. Daniel, ich sterbe hier. Und weißt du auch woran? Nee. An Langeweile. Ja, dann habe ich eine besonders gute Nachricht für dich. Ich werde früher entlassen? Nein, aber wir machen jetzt eine ganz spannende Untersuchung. Ach, ich kann es kaum erwarten. Das wird der Höhepunkt deines Tages. Ja, und das war zu befürchten.
So, mal sehen, was der Puls sagt. Ja, gar nicht so schlecht. So, sag mal A. Weiter A. Sieht ja auch ganz gut aus. So, und jetzt versuch mal, den Mülleimer zu treffen. Willst du mich verarschen? Nein. War schon ganz gut. Ich würde sagen, ja, das kann ich verantworten. Was kannst du verantworten? Du darfst jetzt einen kleinen Spaziergang machen. Oh, wow. Ich begleite dich auch. Ha, damit ich mich nicht verirre? Ja, so ungefähr. Oh, Luca, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Natürlich, Frau Schneider. Dieser Ring kommt in Christians Dessert. Mhm. Sie kommen! Also, das hier draußen war nicht der Krankenhauspark und das hier drin ist noch weniger der Krankenhauspark, Daniel. Aber Büsche gibt's ja trotzdem. Das hier ist die Krankenhauskantine. Und zwar für ganz besondere und ausgewählte Patienten. Hab ich's doch gewusst. Was? Dass du für meine Entführung verantwortlich warst. Also, ich erwarte Christian pünktlich und unversehrt im Krankenhaus zurück, verstanden? Verstanden. Also, guten Appetit. Danke. Darf ich Sie zu Ihrem Tisch bringen? Gerne. Du bist echt verrückt. Sonst wärst du auch nicht mit mir zusammen. Also dieses Wasser ist ausgezeichnet. Unser Koch Saguier hat ein ganz besonderes Menü für den heutigen Abend zusammengestellt. Lapskaus, danach strammer Max und dann Kassler mit Kartoffelpüree und Sauerkraut. Mhm. Und davor Hühnersuppe und Fleischsalat. Und als Nachtisch rote Grütze mit Vanillesoße. Sehr lecker. Aber das darf ich doch eigentlich alles gar nicht mehr essen. Mhm. Aber Xavier hat extra alle Rezepte abgewandelt. Ganz cholesterinarm und gesund. Ach, damit rettest du mir das Leben. Der Krankenhausfraß ist wirklich grauenhaft. Purer Eigennutz. Jetzt kommt der krönende Abschluss. Immer her damit. Und du? Ich habe keinen Hunger mehr. Umso besser. Mehr für mich. Du bist dir sicher, dass du nicht willst? Ja. Du weißt gar nicht, was du verpasst. Alles gut? Ja, ich dachte nur... Hey, was soll denn das? Suchst du irgendwas Bestimmtes? Ja, ein Verlobungsring. Das sollte eine Überraschung werden.
Nein, danke. Und? Hat er angenommen? Nein. Was? Warum denn nicht? Der Verlobungsring ist, wie soll ich sagen, abhanden gekommen. Luca. Ja, ich bin völlig unschuldig. Und der Koch auch. Ach. Du bist wirklich ein Allesfresser, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war einfach total ausgehungert. Und da fällt mir ein, ich habe auch noch gar nicht geantwortet. Moment. Warte kurz, ich bin gleich wieder da. Olli, was ist denn los? Christian, ich liebe dich. Du bist die Liebe meines Lebens, auch wenn ich das fast zu spät gemerkt hätte. Und deshalb frage ich dich, willst du mich heiraten? Schon wieder? Ich würde dich immer wieder heiraten, Olli. Denn du bist auch die Liebe meines Lebens.